Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Mal einfach nur eine kleine Frage, und zwar, dieses ist mein Smurf-Account. Ich war ja 5 Monate inaktiv in CSGO, habe mehr Sekaling und sonst was gespielt und von Supreme DMG eingestuft. Scheißegal, ist so, spiele ich wieder hoch. 5 Matches gespielt. Hier bin ich LE hochgestuft worden in diesem Match. Promi Keks, direkt mit Freunden weitergespielt, Loose gekriegt. Loose, weil hier, so, Fuckban. Also, Match gelöscht, wie man das so gut sagt. 3 Tage später wieder ein Match, hier habe ich den D-Rank direkt wieder auf DMG gekriegt. Direkt D-Rank raus. Ich bin ziemlich früh gegangen, wie man sieht, 3-12, die haben noch zu Ende gespielt. Ich bin ziemlich früh gegangen, weil ich da gar keinen Bock drauf hatte, weil der so dreist reingehackt hatte. So. Das nächste Spiel wieder verloren. 16-13. Fuckban. Auch gegettet. Immer noch DMG. Ich habe eine D-Rank gekriegt, gleich wieder nach Eingängen. Hau ich mir hier ein Draw rein. 40 Kills. Win 32, Win 34, Win 37 und Win mit 44 Kills. 111 Punkte. Alle ungefähr gleichen Rang. Ein plus 1 minus runter. Ravushinsky ist, es ist Revolt auch auf Smurf unterwegs gewesen. Also sein Smurfer kommt wieder hochspielen, weil er auch gedrankt war. Er war LE die ganze Zeit schon, hat einen LE-Uprank gekriegt. Ja, nun ist meine Frage, wieso werde ich hier LE, werde gedrankt von Hacker-Matches, die eigentlich gelöscht werden, haue sozusagen 5 Wins danach rein und komme nicht wieder auf LE? Wisst ihr wieso? Oder was schätzt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare.